zwar sind wir heute zu Gast bei Lisa Müller. Lisa, erstmal super vielen Dank schon mal, dass wir überhaupt hierher kommen durften zu dir. Jetzt ist es da draußen erstens dunkel, zweitens kalt, wie man an unserer Verpackung hier sieht. Aber wir waren schon ein bisschen früher da und haben uns etwas umgeschaut. Denn wir sind hier, Lisa, wie hast du so schön gesagt, das ist unser Projekt, unser kleines Baby. Also von klein kann hier nicht mehr ganz die Rede sein, aber ihr seid ja jetzt auch schon seit 2012 hier auf dieser Anlage südlich von München. Erzähl uns einmal dieses Baby. Wie seid ihr zu diesem Baby gekommen? Durch eine gute Bekannte, wo wir auch davor unser Pferd stehen hatten. Die hat erfahren, dass wir was suchen und hat uns den Tipp gegeben, dass der Chef von der Anlage quasi Pächter sucht. Und dann haben wir uns mit ihm in Verbindung gesetzt und das hat auf Anhieb gepasst. Und dann sind wir damals mit 6 Pferden hier auf die Anlage. Und ja, es hat sich so nach und nach, haben wir viel umgebaut, viel dazugebaut und ja, jetzt ist es so, wie es jetzt ist. Das hast du schön formuliert, mit 6 Pferden und nach, wobei dieses nach und nach war doch mit viel Speed verbunden. Jetzt habt ihr 50 Pferde hier stehen, das Areal ist riesig. War denn immer der Wunsch da, so groß zu werden oder war das einfach was, was sich ergeben hat? Um ehrlich zu sein, haben wir uns am Anfang eher gesagt, nein, es darf nie so groß werden. Wir waren einmal in einem Urlaub und haben ältere Herrschaften kennengelernt, die uns erzählt hatten, sie haben auch Pferde gezüchtet und irgendwann hatten sie 50 Pferde und wir haben gesagt, oh, in die Situation dürfen wir nie kommen. Jetzt ist es natürlich so mit Zucht, das sind jetzt nicht nur Reitpferde, sondern vom Fohlen an, Zuchtstuten, Jährlinge, Zweijährige, Dreijährige, Rentner. Wir haben hier so von jeder Altersstufe Pferde. Und ja, jetzt sind wir so groß und wachsen vermutlich weiter. Aha, ich wollte gerade fragen. Also das ist noch nicht abgeschlossen hier und deine Augen, ehrlich gesagt, die fangen ja auch an zu leuchten, wenn du hier so durchgehst und da ist der Fohlenstall und da ist das. Das ist genau dein Ding, hat man den Eindruck oder übertreibe ich? Nee, es war schon immer von klein auf Pferde, Pferde, Pferde. Es war mein Traum, immer was mit Pferden zu machen. Dass das jetzt so läuft, wie es jetzt hier ist, war natürlich nicht absehbar. Aber es ist einfach immer noch die kleinen Fohlennasen streicheln, bei den Geburten dabei sein, die Pferde von klein auf zu begleiten, bis sie ja auch Rentner sind und dann ihren Lebensabend hier genießen. Das ist schon schön. Die kleinen Fohlennasen, das ist gut, denn die kommen tatsächlich hier bei euch zur Welt. Genau. Also ihr gebt die Stuten nicht weg, sondern wie stelle ich mir das vor? Sitzt ihr abwechselnd, Thomas und du, vor der Box und sagst, oh, jetzt ist es soweit? Oder wie managt ihr das? Nee, wir haben ein super Team an 5 Jungs, die alle kommen aus Ungarn. Die haben viel mit Pferden zu tun gehabt schon vorher. Und wir haben jede möglichen Geburtenhelfer, den es gibt, Kameras, Gurte, was auch immer. Und bis jetzt hatten wir Glück, dass wir hatten ein Jahr, da haben unsere Stuten nur Nachmittagsfohlen gekriegt. Dann jetzt dieses Jahr auch mal um 5 Uhr in der Früh, aber das war alles human. Also wir hatten nie eine Problemgeburt, die sich stundenlang hingezogen hat und das um 2 Uhr in der Nacht. Also die tun uns hier schon gefallen. Oh, das habt ihr offensichtlich gut mit denen so abgesprochen. Zur Zucht kommen wir auf jeden Fall nachher noch. Aber du hast angefangen zu reiten, da warst du wirklich ziemlich klein. Wie alt warst du das erste Mal auf dem Pony? Da kann ich mich gar nicht dran erinnern. Ich glaube mit 4. Also wenn wir im Zoo waren, wenn wir am Oktoberfest waren, ich wollte immer zu den Pferden hin, ob zu den Wagenpferden, die Bierfässer gezogen haben oder zum Karussell. Also meine Eltern mussten viel mit mir mitmachen und mein Opa hat dann gesagt, okay, er geht mit mir in den Nachbarstall und der hatte Spaß dran, mir die Pferde zu zeigen, mit mir die Tochter mit mir ausreiten zu gehen und so bin ich dann eigentlich quasi zum Pferd gekommen. Der Nachbar, der hatte auch ein Pony, das war sowas wie so ein Rotschimmel in der Art. War das so ein Pony, dass du immer reiten durftest, wann du wolltest? Oder da hat, glaube ich, der Opa auch so ein bisschen Einfluss genommen, ne? Der ist immer mit dir rüber und hat gesagt...
Ja, der Opa kannte den Stallbesitzer. Aha, und okay. Ich durfte eigentlich immer putzen. Natürlich haben wir Bescheid gegeben oder mein Opa, dass jetzt kommt die fette, verrückte kleine Lisa wieder. ja, und da habe ich mich sofort in das Pony verliebt. Es hieß Hitty. Hitty? Das weiß ich sogar noch. Ja, Hitty. Und immer wenn die Tochter Zeit hatte, dann durfte ich halt auch mal reiten. Wann war denn so der Moment, in dem du gesagt hast, also Dressur, das ist schon wirklich die genialste Disziplin, denn du bist ja definitiv auch mal gesprungen, so ist das ja nicht, ne? Das ist auch noch gar nicht so lange her, ne. ich habe eigentlich alle Sparten der Reiterei gerne gemacht, ich bin sogar auch mal Western geritten, also weil ich eine Reitbeteiligung hatte, die hat Pleasure und Reining gemacht, da durfte ich auch mal im Western-Sattel Platz nehmen, aber wirklich so ganz hobbymäßig. Und Springen habe ich eigentlich bis ein Sterne-M gemacht. Und ja, da war ist einfach der Dressurreiter anscheinend in mir durchgekommen, weil zwischen den Sprüngen zurückkommen, schön ruhen, das Pferd, dann zum nächsten Sprung. Also du warst mehr der Stilspringreiter. Genau, und in den M-Springen, wenn die sich da alle auf den Lenker legen, war ich einfach immer zu langsam. Und irgendwann hat sich dann rauskristallisiert, in der Dressur war man erfolgreicher oder wurde dann eben für einen Pierre-Förderpreis nominiert und ist dann da viel unterwegs gewesen, dass das Springen immer mehr in den Hintergrund geraten ist. Jetzt hast du aber schon einen ganz schönen Satz gemacht. Also Pierre-Förderpreis, das ist ja jetzt schon, da sind wir auf Grand Prix-Niveau. Also da muss man natürlich erstmal hinkommen. Der Weg ist ja weit. Ich glaube, wir wissen alle, dass das ziemlich weit ist, vom ersten Draufsitzen bis zum Pierre-Förderpreis. Wie stetig ging der Weg und wann bist du auch in die Hände von Götz Brinkmann gekommen, der dich ja heute noch trainiert, der ja hier vor Ort ist jeden Tag. Wie war dieser Weg? Was war besonders steinig? Was war besonders cool? Also ich bin eigentlich nur freizeitmäßig geritten. Ich hatte dann auch so einen Warmblüter, das war mehr wie ein Haflinger als ein Dressurpferd, der jetzt auch noch da ist. Und ich habe dann 2010 eigentlich meine erste L-Dressur geritten. Da war ich, bin 2009 zum Götz gewechselt auf den, in den Stall. Und das war Zufall oder wie kam das? Ja, war Zufall. Okay. Die Leute, bei denen ich vorher im Stall war, wo ich auch nicht weggegangen wäre, die mussten aber leider aus dem Stall raus, weil der Eigentümer andere Ideen hatte für den Stall. Und dann war ich einfach gezwungenermaßen auf Stallsuche und bin dann in den Stall gewechselt, wo der Götz war. Und da habe ich dann so ein bisschen das Reiten intensiviert. Und Thomas hat mir dann damals mit Götz zusammen ein Pferd ausgesucht aus Schweiganger. Und mit dem bin ich dann 2010 meine erste L-Dressur geritten. Das ist ja ein Phänomen. Also ein Mann, der im Grunde ja auch keine Ahnung hatte von Pferden, nehme ich an. Also erstmal hast du ihn nicht nur für Pferde begeistert, was die wenigsten von uns schaffen. Der sucht dann auch noch ein Pferd für dich aus und das passt dann auch noch. Ja, er ist, hat ja auch einen sportlichen Gedanken und hat sich darüber auch gefreut, dass ich das sportlich machen möchte und hat mich dabei eigentlich unterstützt und hat gesehen, ja, also mit dem Haflinger, das ist super nett und das macht auch Spaß, da mal zu springen oder ein bisschen Dressur zu reiten, aber so ein, wovon ich lernen kann, das hat dem Götz natürlich auch gesagt, dass das wichtig ist, dass man einfach als junger Reiter von einem erfahreneren Pferd lernt, sind wir dann losgezogen und haben halt damals Radcliffe gekauft. Okay, und dann kam 2013, glaube ich, kam Dave. Genau. Das war schon, übertreibe ich jetzt, wenn ich sage, das war schon echt nochmal eine Wende? Das war auf jeden Fall eine Wende, weil bis dahin bin ich so, hatte ich mich dann bis S1 Sterne hochgearbeitet und wollte eigentlich mit Dave dann auch erstmal auf S1-Sterne-Niveau Erfahrungen sammeln, aber der wollte immer ganze Pioretten gehen und Pia von Passage hat er super gemacht und er war ja jetzt, ist ja jetzt nicht der Bewegungskünstler par excellence. Und dann habe ich gesagt, jetzt will ich es einfach mal probieren. Ich reite jetzt einfach mal 3 Sterne. Und dann war das durch Zufall, weil es keine andere 3-Sterne-Tour gab, eine Quali für Stars von Morgen. Das ist ja eine Serie hier in Süddeutschland für U25-Reiter, die mit allen möglichen Pferden reiten dürfen. Und bis ab also über 25 dann mit Pferden, die maximal 12 Jahre alt sind. Ja. Und da hatte ich mich dann qualifiziert.
Und dann haben wir das halt einfach mal weitergemacht. Dann waren wir im Finale auch noch Sieger. Und dann habe ich gesagt, gut, jetzt probieren wir mal, ob wir in den PIA-Förderpreis reinrutschen. Und da muss man ja erstmal nach Warendorf, muss den Lehrgang machen und sich empfehlen. Ist das Herz da schon mal kurz in der Stiefelspitze gewesen oder bist du da eher cool? Ja, also es war natürlich mein erstes Mal, dass ich so irgendwie da in diese Regionen schnuppern durfte, dass so ein Leistungsgedanke, die besten U25-Reiter, die besten 15 aus ganz Deutschland dürfen da mitreiten. Das war natürlich der Wahnsinn und ich meine, da waren viele dabei, die haben das schon ein paar Jahre gemacht. Ja, ja, ja. Die waren im Junioren-Junge-Reiter-Lager schon erfolgreich und da war ich schon sehr nervös und habe mir eigentlich nicht wirklich Chancen ausgerechnet, dass wir da mitmachen dürfen. Mhm. Und war aber damals, ich glaube, da sind wir bei der bei der Sichtung waren wir dann Vierte und waren für den PIA-Förderpreis qualifiziert. Wir reden gleich noch drüber, aber wir haben auch noch für euch was, natürlich. Wir haben dieses Mal was ganz Besonderes, wie ich jedenfalls finde. Das ist nicht nur ein Clip My Horse Eimer, sondern da hat Lisa auch noch drauf unterschrieben. Lisa, was hast du geschrieben? Herzlichen Glückwunsch zum Sieg dieses Eimers. Deine Lisa. Genau. Diesen Eimer, den verlosen wir nachher zwischen allen, die hier wunderschöne Fragen stellen. Das könnt ihr natürlich, wie immer, wenn wir zu Gast bei sind. Stellt eure Fragen und wir geben, nicht alle wahrscheinlich, das schaffen wir meistens nicht, aber einige Ausgewählte auf jeden Fall weiter. Lisa, PIA-Förderpreis, dafür qualifiziert, das war ja aber lange noch nicht genug. Das ist überhaupt sowas, das sagst du eigentlich immer. Das war toll, aber jetzt, du hast immer schon den nächsten Schritt im Auge, im Visier. Und dieser nächste Schritt, das war das Finale in Stuttgart. Du warst dabei. Ja, war, das war, aber eigentlich habe ich das nicht unbedingt im Visier gehabt, sondern ich bin eigentlich immer eher der, das Glas ist bei mir immer halb leer. Ich habe eigentlich gedacht, das schaffen wir nicht. Wir sind jetzt unter den besten 15 Reitern von den U25. Ja. Da war ich super stolz und super happy und jedes Turnier war für mich eine Erfahrung, Nervenflattern, weil dann ist man plötzlich bei den deutschen Meisterschaften in Balve. Wir waren in Wiesbaden, wir waren in Donaueschingen, wir waren in Verden, wo noch Weltmeisterschaften für die jungen Dressurpferde waren. Also es waren Turniere, da war ich vorher noch nie und es war einfach so geballte Wirkung auf einen und man war ein bisschen überfordert auch und das war einfach eine tolle Erfahrung. Und dann dachte ich, ja gut, das kann ich jetzt mal mitnehmen, aber unter die 8 Besten, das ist ja schon der Wahnsinn. Und ja, haben wir dann doch geschafft. Und dann Schleierhalle. Also ich meine, die meisten von uns waren wahrscheinlich schon mal in der Schleierhalle. Das ist ja schon auch nochmal echt speziell. Ja. Und als du da reingeritten bist, kannst du dich noch daran erinnern? Mit Dave das erste Mal die Rampe da hoch. Mhm. Und dann? Ja, war ich sehr, sehr nervös und der Umritt, das war also Abreiten war noch gut und ums Viereck reiten war auch super. Und dann sind wir in die Prüfung reingeritten und er sah den hellen Bildschirm mit dem schwarzen Punkt, der sich da bewegte und hat sich dann einfach mal so hingestellt und hier gedacht, okay, was mache ich denn jetzt? Und das zog sich dann durch die ganze Prüfung, ein paar Lektionen waren... Es war dann so zwischen Genie und Wahnsinn. Ein paar Lektionen waren überragend und die nächsten Lektionen waren fast nicht vorhanden. Und wir haben uns da so ein bisschen durchgequält. Was hast du denn da gedacht währenddessen? Ich war eigentlich immer überfordert. Es ist wie ein Blackout. Ich wusste nicht mehr, machst du jetzt mehr mit dem Gewicht, mit dem Schenkel, nimmst du ein bisschen kürzer? Also gar nichts mehr. Es war einfach Blackout. Und am nächsten Tag dachte ich eigentlich nur, ja, jetzt hat er sich ja dran gewöhnt, hoffentlich. Aber es war auch, also er war dann wirklich durch den Wind. Es war es ist einfach eine tolle Atmosphäre. Also das, ich würde schon gern nochmal da reiten dürfen. Aber vor allen Dingen wahrscheinlich auch jetzt, paar Jahre mehr Erfahrung. Ja, und jetzt nach dem Turnier. Könnte man wahrscheinlich mehr damit umgehen. Nach dem Turnier konnte man es so ein bisschen reflektieren und drüber nachdenken, wie sich die einzelnen Sachen angefühlt haben und sich dann natürlich irgendwie Dinge zurechtlegen, das hätte man anders machen können. Ja. Und ich glaube, jetzt könnte man da anders drauf einwirken und ihn wieder mehr
auf seine Seite bekommen und ihn mehr ablenken, quasi von den gefährlichen Dingen drumherum. Er sieht gar nicht so aus. Er steht hier wunderbar in dieser Box. Wir haben ihn übrigens schon versucht zu animieren, nochmal rauszugucken, aber das ging nur mit der schüttelnden Futterdose und das auch nur kurz. Also er macht eigentlich einen echt entspannten Eindruck. Ist eigentlich ein cooler, oder? Er ist super cool. Das ist uns manchmal, wird uns manchmal eher zum Verhängnis, weil er sehr, sehr entspannt ist. Er lässt sich ungern aus der Ruhe bringen. Aber da war wirklich auch eine Woche danach noch durch den Wind. Also das war einfach, ja, er hat sich da einfach vermutlich irgendwie erschrocken und ich konnte ihn da auch nicht beruhigen und sagen, hey, weil ich selber so erschrocken war. Und ja, das hat ihn dann für eine Woche geprägt und inzwischen ist aber wieder alles gut und er ist wieder sehr entspannt und zu entspannt. Naja, zu entspannt. Ich meine, ihr habt ja riesig Erfolge auch gehabt. Und jetzt würde ich auch gern noch mal ein Highlight, da durfte ich dabei sein. Das war sehr emotional, weil auch jener besagte Opa dabei war, der auch extrem emotional war. Thomas war dabei. Ich hatte ehrlich gesagt das Gefühl, ganz München war dabei. Das war natürlich die Verleihung des Goldenen Abzeichens an dich. Das war 2015. Mhm. Wenn du jetzt 3 Jahre später daran zurückdenkst, das ist ja schon ein abartiger Meilenstein. Was ist der allererste Gedanke? Ja, ich war eigentlich Dave dankbar, weil man braucht ja 9 Ein-Sterne und 1 Zwei-Sterne-Sieg. Und glaube, ich hatte 1 Ein-Sterne-Sieg und der Rest waren 9. Guck, hast du das nochmal gesehen gerade? Ist ihnen um den Hals gefallen? 9 Drei-Sterne-Siege. Und mit mir, also ich bin jetzt nicht der, der ihm sagt, so geht's im Viereck lang. Also er hat da wirklich einen guten Job gemacht und auch meine Fehler verziehen. Und ja, es war einfach ein super Gefühl, endlich das Goldene zu haben. Also das ist schon ich habe ja immer die Profis gesehen, alle haben es an ihrem Frack und tragen das ja auch mit Stolz. Und jetzt waren wir auch, durften wir uns das auch endlich an den Frack dran heften. Aber eigentlich endlich? Also ich meine, andere reiten dafür 15 Jahre oder noch länger und ganz viele übrigens haben es nie. Also ging uns sehr, sehr, sehr schnell. Also das ist was Besonderes gewesen. Deswegen sage ich, ich war da Dave sehr dankbar, dass er mich da durch die Gegend getragen hat und das so mitgemacht hat. Das hast du ja schön formuliert, durch die Gegend getragen. So einfach ist es natürlich auch nicht. Aber was würdest du sagen, du hast ihn jetzt 5 Jahre? Mhm. Was ist das, was du wirklich so von ihm gelernt hast? Geduld und Demut und es geht nicht alles nach Schema F. Also dieses Schenkel und äußere Zügel und diese Standard stetige Verbindung, also das trifft wirklich bei 90% der Pferden zu oder bei 95 vermutlich. Aber bei Dave mussten wir einen ganz speziellen Weg suchen und das hat einfach gedauert und er hat einem das gezeigt, dass es nicht einfach ist und dass man dranbleiben muss. Dass man einfach sich Gedanken machen muss, überlegen muss, wie könnte man jetzt diese Sachen lösen, wie sie sind. Ich meine, er hatte auch ein Handicap mit seinem gebrochenen Widerrist. Ja. Also, und das war ja immer schon, hätten nie irgendwas gemacht, was ihn überfordert hätte, aber natürlich ist es toll, ihn dahin zu unterstützen, wenn man gewisse Dinge weiß, medizinische Sachen, dass man einfach das auch auf ihn abstimmen kann, einstellen kann, wie ist es für ihn am besten. Ich meine, Menschen, die Probleme mit dem Rücken haben, müssen Rückenübungen machen, einfach dass Muskulatur das einfach viel ausgleicht. Mhm. Und beim Dave haben wir einfach alles für ihn so bestmöglich gemacht, dass er sich damit wohlfühlt. Und beim Dave ist es halt irgendwie zwar lieber nur 20 Minuten reiten und nur Schritt, Trab, Galopp und gar keine Lektion üben, weil die kann er, das weiß er. Der macht das, man ruft es einmal ab, dann ist es da. Und anstatt da jeden Tag eben irgendwie zu trainieren, irgendwas zu verbessern. Du hast aber doch immer ja irgendwie auch gewusst, der ist ein ganz besonderer Typ. Und dann hast du auch mal ein Bild bekommen von der Züchterin, wie er als Fohlen aussah. Hast du da gedacht, ja cool, genau das ist er? Oder hast du gedacht, hui, ist das ein anderes Pferd geworden? Nee, er sah als Fohlen schon gut aus. Er war so ein bisschen macht so schon was her. Der rustikalere Typ,
Aber ich hätte ihn, glaube ich, so wie er aus Fohlen da trappte, hätte ich ihn auch gerne schon damals gehabt. Also, aber grundsätzlich ist bei mir irgendwie immer der Charakter entscheidend. Also die Charaktere sind ganz unterschiedlich und mit denen freundlich mich an. Also das ist mir wichtiger. Mhm. Also, und bei Dave ist einfach mein bester Freund und den hätte ich jetzt nicht irgendwann aufgegeben, wo andere gesagt hätten, hey, lieber nicht. Sondern da muss man einfach weiterarbeiten und dann muss man vielleicht auch viel durch den Schlamm kriechen und immer wieder probieren und für sich selber dann sagen, komm, da beiße ich mich jetzt durch, das kriegen wir gemeinsam hin und das haben wir dann auch ganz gut. Bis jetzt sind wir auf einem guten Weg und wir hoffen, dass wir uns immer noch ein bisschen besser verbessern oder dass die Abstimmungen immer noch feiner werden. Das hast du schön gesagt, der Charakter ist natürlich das Wichtigste. Du musst dich ja tierisch drauf einstellen, auf so ein Pferd. Wie machst du das? Verbringst du viel Zeit mit deinen Pferden oder ist es doch hauptsächlich die Reiterei? Ich verbringe viel Zeit mit meinen Pferden, aber natürlich auch durch die Reiterei lernt man Charaktere kennen. Man merkt, nehmen die einem Dinge krumm, nehmen sie einem keine Dinge krumm, sind sie nervöser als andere, sind sie entspannt? Sind sie schreckhaft? Wie muss man mit ihnen umgehen? Ich hab die einen, die wollen, die lasse ich viel galoppieren, ganze Bahn, weil die einfach so ein kerniges Temperament haben. Die nächsten, da machen wir viel im Schritt, lösen ein bisschen Seitengänge im Schritt und fangen dann eigentlich an zu arbeiten. Oder der nächste, der will, da reicht es, wenn man den irgendwie dreimal reitet, das wird nicht besser. Als wenn man den jetzt fünfmal reitet und geht dreimal in der Woche, meinst du? Genau, und geht dann den Rest der Woche lieber ausreiten. Also die sind schon sehr, alle sehr, sehr unterschiedlich. Du hast seit 10 Jahren einen Trainer, das ist Götz Brinkmann. Was spielt der für eine Rolle? Oh, der ist ein guter Freund inzwischen, ein Unterstützer. Der hält meine mal schlechte Laune aus, wenn ich einfach kurz in der ganzen Hektik und in dem ganzen Turnierstress einfach durch die Nervosität einfach mal um ganz ehrlich zu sein, nach außen wirkst du immer sehr ruhig auf den Turnieren. Ja. Aber innen? Ja, nervös. Dampft der Kessel. Genau. Ich bin einfach immer noch vor jedem Turnier nervös. Ich glaube, die mich kennen kennengelernt haben auf den Turnieren, die wissen das, dass ich am liebsten immer eigentlich, wenn ich die Starterliste am Abend sehe, am liebsten mich streichen lassen würde. Das ist ja auch schade. Ja, aber wir reiten ja dann trotzdem, aber es ist einfach noch so viel Nervosität da. Ich schätze mich immer, oder ich meine, ich überschätze mich nicht. Ich weiß, dass ich, wie lange ich das jetzt mache und wie gut ich jetzt bin. Also und das ist halt noch nicht so wie die anderen und noch nicht so viel Erfahrung wie die anderen und so viel Routine. Und dann sehe ich so Starterlisten wie zum Beispiel Donaueschingen, da ist Isabel mit Weihe, da ist der Sönke mit Cosmo, da ist Jesse mit Zaire. Das sind alles Pferde, die einfach im Bundeskader sind. Ja, das sind jetzt nur die Deutschen gewesen. Also dann wird mir schon so ein bisschen mulmig, weil ich will natürlich auch mich gut zeigen und will einfach Spaß dran haben und da habe ich mal ein bisschen, bin ich immer nervös und dann werde ich dann auch mal manchmal so, ich will jetzt keinen um mich rum haben und sag mir nicht die ganze Zeit, das schaffe ich schon oder ach, du brauchst nur schön reiten, dann ist doch alles okay, weil ich bin ja dann doch ein bisschen ehrgeizig und will natürlich gut sein, aber da kenne ich mich einfach, dass ich nicht so gut bin wie die anderen halt und Betonung auf noch, oder? Noch das vielleicht, ja, ich hoffe, dass es besser wird, aber das Hier und Jetzt ist halt einfach so, dass wir noch viel lernen müssen und deswegen bin ich da mal so ein bisschen ängstlich. Da passt sehr gut, wir haben hier nämlich gerade eine Frage reinbekommen. Was sind deine reiterlichen Ziele? Ich glaube, am liebsten wäre mir, dass ich wirklich gut reiten lerne oder kann irgendwann. Dass meine Pferde mich besser verstehen, dass einfach das zwischen Pferd und Mensch harmonischer wird und wenn damit einhergeht, dass wir dann auf Turnieren auch besser benotet werden, dann ist das natürlich wunderbar, das ist toll und es ist auch vielleicht dann ein Spiegel von dem,
wie man Schritt für Schritt vorangekommen ist. Aber am wichtigsten ist mir so, dass ich einen Spaß beim Reiten habe, dass meine Pferde Spaß mit mir haben und dass ich das einfach mitnehmen kann. Den Spaß mitnehmen, den hat man natürlich meistens auch auf dem Turnier, das einem besonders gut gefällt. Ich meine, du bist in München geboren, du bist eine echte Münchner Mädchen, sagt ihr nicht. Was sagt ihr? Münchner Kindl. Münchner Kindl, genau. Dein Lieblingsturnier? Kommt jetzt auch? Oder? Es gibt sehr, sehr viele, die toll sind jetzt in Bayern. Also ich finde Pferd International, wer schon mal auf diesem Gelände war, einfach mit den alten Bäumen, dieses Parkähnliche, die Böden sind top, für die Pferde ist einfach alles da. Das ist wirklich toll. Es ist aber auch wunderschön im Winter Munich Indoors in dieser riesen Olympiahalle. Das ist auch wirklich spannend. Aber ich merke schon, du bist schon sehr deiner Heimat treu, ne? München. Nee, ich bin auch ein ganz großer Fan von Salzburg, von dem Turnier. Mhm. Ich war da einmal und es ist einfach so nett gemacht. Es ist ja auch schon so weihnachtlich. Und das hat mir richtig Spaß gemacht. Da ist die Siegerehrung mit Zipfelmützen. Ich finde das einfach süß. Also es gibt so viele tolle Turniere, die, glaube ich, gar nicht aufzählen kann, weil jedes hat irgendwie einen besonderen Flair. Aber Zipfelmütze und kommt schon mal gut. Also wenn ein Veranstalter dich gerne mal hätte, so eine Zipfelmütze würde ziehen. Ja, also zumindest, wenn es Nikolaus ist, dann ja. Also ich glaube, irgendwie im Hochsommer brauche ich jetzt keine Zipfelmütze. Ich habe noch ein ganz schönes Turnier, da warst du dieses Jahr. Das war in Fritzens. Und du hast eine Kühe geritten, die war echt richtig, richtig schön. Haben wir auch ein Stück draus aus der Kühe. Kannst du dich noch erinnern, diese 3000er Bergkulisse ja. Und du und Dave in einer echt guten Form? Das war unsere erste Kühe. Also wir waren echt happy mit dem Ergebnis. Wir hatten so ein paar, er war sehr gut drauf an dem Tag. Er war besser drauf als im Grand Prix. Es waren so viele Zuschauer und die haben ganz euphorisch dann am Ende geklatscht. Das war natürlich klasse. Dave Stimmung war auch wie sehr verrückt. Zufrieden, ja. Und ja, aber ich mag auch, also Klaus und Evelyn, die sind so nette, liebe Menschen und es ist so familiär, das Turnier. Die Gastgeber. Und es macht einfach, es war international, aber doch mit so einem, wie wenn du zu Hause reitest, so entspannt, du hast dich so wohl gefühlt da. Und natürlich mit dem Bergblick, das ist Hammer. Natürlich für mich als Bayerin da auch ganz schön und sehr heimatlich. Also wir waren da richtig zufrieden. Dein Trainer und dein Mann klatschend, macht dich das nervös, wenn dein Mann da ist oder bringt das eher Ruhe? Also am Anfang hat es immer Ruhe gebracht, das war sehr schön, aber inzwischen kennt er sich halt auch so gut aus, dann muss ich mir von dem auch noch anhören, wie ich es besser machen soll. Das ist manchmal dann doch ganz anstrengend. Okay, das verstehe ich. Du bist ja auch schon seit einigen Jahren relativ regelmäßig bei Isabel Wehr zum Training. Die gilt ja auch als sehr emotional und energiegeladen. Die war zum Beispiel auch in Fritzens dabei. Stachelt sie dich eher an oder sagt sie, bleib schön cool? Oh, sie kann eigentlich ziemlich schnell umschalten. Also sie kennt meine Nervosität inzwischen und sie versucht dann immer noch bis an die Grenze zu gehen und diesen Ehrgeiz und dieses Feuer immer mehr zu entfachen. Aber gleichzeitig weiß sie auch ganz schnell den Punkt, jetzt könnte es zu viel werden, jetzt könnte die Nervosität zu groß werden. Einfach ganz entspannt reinreiten, macht überhaupt nichts, Fehler ist ganz egal, einfach diesen Druck rausnehmen. Okay. Wie machst du das? Das ist ja schon eine ganz schöne Ecke weit weg hier von dir bis zu Isabel. Kommt sie her, fährst du hin, wie geht sowas? Also unter der Saison, wir sprechen uns da ab, wenn sie irgendwie Zeit hat, dann kommt sie mal, weiß immer, dann können wir Nachmittag mal trainieren. Mhm. Und ansonsten fahre ich mit meinen Pferden hoch. Ich habe glücklicherweise da am Hof eine Wohnung. Ein Zimmer-Apartment und da fühle ich mich richtig wohl. Also das sind so nette Leute, das ganze Team um Isabel auch. Also wir waren letztens auf der Kirmes in Neuss. Okay, war richtig Autos witzig. Guter fahren? Ja, die wollten eher die Adrenalin-Dinger fahren. Also die sind die wirklich, heißt du nicht. Doch, ich bin mitgefahren. Anna und Niki haben mich da motiviert. Aber es macht jedes Mal Spaß und es sind, das ist dann, wenn ich da hinfahre, ist es nicht, man ist jetzt da fremd, sondern die helfen einem immer, die sind immer für einen da, wenn ich mal zwei Pferde hintereinander machen muss, die helfen mir, mir nehmen mir einen ab und helfen mir einen vorbereiten. Also das Ganze drumherum ist ja auch fast wie zu Hause.
du musst ja da hinkommen. Du musst ja auch deine Pferde mitnehmen. Das heißt, da ist ein ziemlich großer LKW, da wollen die Pferde rein, den fährst du selber, stimmt das? Genau. Das heißt, du hast mal irgendwann gesagt, hey, ich mache den LKW-Führerschein, ich will das alles selber machen, meine Pferde fährt niemand anders, stelle ich mir das so vor? Genau. Mhm. Also ich fahre eigentlich fast immer selber. Diesen perfektionistischen Touch, wenn es um die Pferde geht, kannst du schlecht vertuschen, oder? Ja, keiner kann so gut wie ich, ist ja immer so. Also das ist einfach, ich kenne meine Pferde am besten. Also, vielleicht ist es ein bisschen übertrieben, aber ja, ich pappe ganz gern so selber meine Pferde da. Ich will immer wissen, was passiert. Ja. Und der LKW-Führerschein, ich meine, das sind ja schon Riesendinger, das sind ja halbe Häuser, die man da um sämtliche Kurven fahren muss. War das spannend? Hast du mal irgendwas platt gefahren oder? Nee, noch nicht. Also toi toi toi, bis jetzt haben wir noch nichts platt gefahren, wir hatten keinen Unfall. Ich hoffe auch, dass das lieber mit dem Auto mal irgendwas als mit dem Pferde-LKW, weil ich hätte... Definitiv, Was machst du auf der Autobahn mit den Pferden hinten drin? Also es ist, ich hoffe, dass das mir erspart bleibt und... Aber es macht schon Spaß. Also es ist auch immer ganz witzig, die LKW-Fahrer, wenn die da mal rüber gucken und die sehen da so ein Mädchen hinterm Lenkrad, die Blicke, das ist doch schon... Und dann grüßt du immer ganz lässig. Genau. Ja, so, Hupen. Jungs, alles klar, läuft. Lisa, wann hast du denn die Entscheidung gefällt, Pferde, die sind so mein Leben, ich will das echt beruflich machen. Das ist ja schon auch nochmal ein Riesenschritt. Ja, aber ich hätte mir nie was anderes vorstellen können. Also ich wollte immer... Weiß nicht, es war von Anfang an klar, ich wollte was mit Pferden machen. Oh. Und da war natürlich der Pferdewirt dann so das Naheliegendste. Allerdings habe ich es ja nie die Ausbildung gemacht. Also ich mache das zwar jetzt, sag ich mal, rund um professionell, weil es den ganzen Tag und viele Pferde, viele verschiedene Pferde und vom Dreijährigen bis zum 15-Jährigen ist. Aber jetzt du hast nur eigene, denn eine Frage war auch gerade noch Brittpferde. Also es kann nicht morgen einer ankommen und sagen, ich habe den Olympiasieger von 2020, willst du den reiten? Das machst du nicht. Ich glaube, also erstens ist da noch nie einer auf mich zugekommen. Ich glaube, dafür muss ich mich noch ein bisschen anstrengen, dass ich so gut reite, dass da überhaupt jemand sein Pferd in meine Obhut geben will. Und dann habe ich einfach natürlich mit meinen Pferden viel zu tun. Und ich will eigentlich jedem Pferd gerecht werden. Also ich will jetzt nicht 20 Pferde auf meiner Liste stehen haben, nur dass ich 20 Pferde darauf stehen habe, sondern ich habe da meine 10 oder 12 Pferde, wenn das sind ein Dreijährige, weißt du, also die gehen ja nicht jeden Tag, die werden mal geritten und das reicht eigentlich. Und dann ist man auch beschäftigt mit den Pferden. Absolut, das ist sicher gar keine Frage. Gibt es schon sowas wie einen Restplan? Also hier ist die Frage nach den nächsten Turnieren. Restplan für die Saison, meinte ich. Ja, es ist jetzt so ein bisschen, wir haben jetzt kurzfristig ja mit Stand By Me hatten wir jetzt den ersten Grand Prix Start und der war platziert und es lief auch ganz gut. Und jetzt haben wir natürlich der steht hier, aber der guckt auch nicht. Nee. Genau, also wir sind vollkommen uninteressant. Nach der Koppel schlafen die. Und jetzt haben wir uns überlegt, vielleicht reiten wir noch Nürnberg, Konsumenta. Mhm. Ja, und ich hoffe, dass ich mit Dave dieses Jahr noch das steht noch in den Sternen, aber ich würde mir wünschen, dass ich dieses Jahr noch ein gutes Turnier gehen darf. Das sieht auch ganz gut aus. Aber du hast schon eins ausgeguckt, willst du aber nicht verraten? Noch nicht, weil ich hoffe ja, dass es klappt und ich will da drin nicht, ich will nicht über ungelegte Sachen sprechen. Das bringt Unglück vermutlich. Moment mal, ich weiß aus persönlichem Munde, abergläubisch bist du so gar nicht. Nein, ne? Aber ich bin demütig und ich weiß, wie schnell es sein kann, dass ein Pferd einen Nageltritt hat. Das hatten wir letztes Jahr vom Bundeschampionat. Das geht so schnell oder dass sie sich doch nicht so anfühlen, wie ich es mir vorstelle, dass ich sage, ich will jetzt auf ein großes internationales Turnier fahren. Und deswegen muss man da ganz... Den Ball flach. Ganz, ganz viel beten und ganz viel Zurückhaltung wahren und sagen, ich habe was im Auge und derzeit sind alle dafür oder sagen, es ist gar kein Problem. Und jetzt warte ich, weil es ist erst im Dezember und da fließt noch viel Wasser die Isar runter. Das ist schön, du redest immer in Wir, sagst, derzeit sind alle zufrieden, also das Team um dich rum, das ist enorm wichtig. Ja, also es geht in erster Linie immer um bei einem Turnier um mein Pferd und mich. Also wir zwei müssen sagen, also wir, da
da muss ich das Gefühl haben, es passt und es stimmt. Dann Götz ist so der Erste, wo ich meine Idee mal äußere und der dann auch sagt, ja, könnte klappen. Mhm. Und dann spreche ich natürlich mit Isabel, die mir dann auch sagt, boah, passt oder passt nicht. Hat sie denn auch schon mal gesagt, nee, vergiss es? Nee, eigentlich nur nicht. Also bis jetzt war sie sehr pro. Konnte pro deine Entscheidung genau. teilen. Mhm. Und jetzt so ungefähr braucht man immer für die internationalen Turniere auch eine Starterlaubnis der Bundestrainerin, das sieht jetzt auch. Mhm. Deswegen ist es jetzt gerade alles gut so. So sieht positiv aus, aber wir wollen lieber warten, bis es fix ist. Okay. Gibt es sowas wie eine Lieblingslektion? Reitest du irgendwie oder hängt das vom Pferd ab? Auch eine Frage hier von unseren Zuschauern. Eine Lieblingslektion? Also um ehrlich zu sein... Grüßen, hin, Zügel hingeben, rausreiten und dann... genau. Ja, also ich glaube... Schritt zählt nicht zu meinen Lieblingslektionen, also jetzt in der Prüfung, weil ich bin dann so nervös und meistens sind meine Pferde dann, weil ich schnell durchhudeln will, sind meine Pferde immer zu eilig. Also das mit dem Schrittreiten, das muss ich noch üben. In der Prüfung, ich mag einen starken Galopp ganz gerne. Ich meine, das haben wir vorhin gesehen, als wir die Kühe Fritzens gesehen haben, da hast du schön Gas gegeben. Mhm. Kommt vielleicht dann wieder von dem Springen, aber das macht Spaß, starker Galopp, los geht's. Wir hatten schon ganz kurz, du bist nicht abergläubisch, aber hast du Glücksbringer? Nee. Also fokussiert auf die Leistung. Ja, ich habe es immer versucht mit einem Glücksbringer, aber jedes Mal, wenn ich dachte, ich hätte jetzt einen, weil ich den dabei hatte, als es gut lief und ich den das nächste Mal wieder hergenommen habe, lief es grottig und wirklich schlecht. Und dann habe ich mir gedacht, jetzt mit den Glücksbringern, das wird nichts. Die sind entlassen worden. Ja, die haben sind entlassen. Gebracht. Oder die haben vielleicht einmal ihr Glück gebracht und dann waren sie leer und deswegen haben sie dann beim nächsten Mal nicht mehr funktioniert. Also das lassen wir. So One-Way-Glücksbringer, das ist auch nichts, worauf man sich verlassen kann. Nee, das bringt nichts. Okay. Du hattest vorhin schon einmal erwähnt, ich weiß gar nicht mehr, in welchem Zusammenhang, Bundeschampionat. Bundeschampionat, das war dieses Jahr dein allererstes Mal und du warst auch tatsächlich nie als Zuschauerin da. Aber der E-Punkt auch von dem Ganzen ist ja eigentlich ein Pferd, was von deinem Mann gezogen wurde. Ja, das haben wir uns eigentlich immer, wo er angefangen hat zu züchten, haben wir uns immer gewünscht, dass wir mal, dass so ein paar Erfolge mit den eigens gezüchteten Pferden da sind. Und jetzt hatten wir eine ganz tolle 5-jährige Stute, die Felice. Da sehen wir sie gerade. Und die war letztes Jahr schon qualifiziert, hatte dann leider auf der Koppel einen Nageltritt. Und dieses Jahr hat es nochmal geklappt mit der Quali. Guck mal, deine Lieblingslektion. Ja. Sieht man, dass es nicht so meine Lieblingslektion ist. Und es hat wirklich Spaß gemacht. Ich war echt nervös und sie hat ihren Job richtig gut gemacht. Es war, ich meine, es ist ein richtiges, auch so eine Aura, die vielen Zuschauer, diese Tribünen da. Da stehen sie ja auch alle, ne? Die ganzen Top-Trainer. Genau. Und da kann ich mir vorstellen, da geht die Pumpe auch mal schneller. Ja, und sie war in der Quali und im kleinen Finale platziert. Sie war, glaube ich, um 0,1, nicht im großen Finale. Wir hatten einen Fehler in der zweiten Prüfung, aber es war einfach toll, mal da geritten zu sein. Und es hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Und das waren Erlebnisse. Also auf dem Selbstgezogenen, das finde ich ja noch. Wie viel züchtet dein Mann denn? Du sagst ja immer so schön, der kennt jede Stutenlinie auswendig. Da müsste ich dann schon passen, um ehrlich zu sein. Wie viel Zuchtstuten habt ihr? Wie viel Fohlen kriegt ihr pro Jahr? Wir haben 9 Zuchtstuten. Und sagen wir mal so, eine ist immer mal, die nicht tragend wird oder resorbiert. Aber das ist ja schon eine ganze Menge. Normalerweise haben wir immer dann 7-8 Fohlen im Jahr. Und eventuell, wenn es zu wenig Hengst oder zu wenig Stuten sind, wird dann auch mal noch aufgestockt. Okay. Er sucht die Hengste für die Stuten aus oder macht ihr das zusammen? Ich versuche mal mit reinzureden, weil ich bin zum Beispiel ein absoluter Fürstenball-Fan. Also ich habe so viele Fürstenbälle jetzt schon geritten und ich mag die einfach vom Charakter ganz gern. Aber er sucht es eigentlich schlussendlich aus. Wie gesagt, ich gebe immer meinen Senf dazu, habe aber keine Ahnung. Wenn er hört, wird es gut und wenn nicht, genau. PG. Okay. Und dann, ihr könnt ja nicht jedes Jahr 10 Fohlen behalten. Dann wären die 50 Pferde jetzt bald 150. Ja, ich hoffe es nicht. Also wir versuchen dann schon, wir behalten die bis dreijährig. Also das auf jeden Fall, weil die sollen hier aufwachsen und
Zeit haben. Und Platz habt ihr ja wunderbar hier drumherum mit Koppeln und allem. Wir haben jetzt letztes Jahr einen über die Körung verkauft. Da hatten wir einen gekörten, den wir dann über die Auktion verkauft haben. Auch einen selbstgezogenen. Auch einen selbstgezogenen. Das ist doch ein totales High-Gefühl, oder? Ja, es war toll. Also wirklich. Und aus jedem Jagen behalte ich mir eigentlich einen, weil sonst wird es auch zu viel. Du pickst dir den raus, der am meisten zu mir passt, genau. Also der weiß ich nicht, wo. Ist es irgendwie, ja, der ist es. So, das ist einfach so ein Bauchgefühl. Und ja. Ja, das anderen, ist ja Teamwork total. Genau. Er züchtet, du reitest und los geht's. Genau. Vielleicht ganz kurz nochmal. Noch ist er zu haben, der Eimer mit Lisas Unterschrift. Lisa Müller hat draufgeschrieben, herzlichen Glückwunsch, unser Klippmeyer-Hauseimer. Da steht da, es könnte eurer sein, aber wir verlosen nur unter denen, die uns schöne Fragen stellen. Viele schöne Fragen haben wir schon gehabt, alle kann ich leider nicht abarbeiten. Aber so einen ganz schnellen Ausflug noch. Ich weiß, du bist eigentlich, glaube ich, wirklich so ziemlich rund um die Uhr hier. Ist jetzt auch blöd, dich nach Urlaub zu fragen, weil bis ihr zweimal zusammen Zeit habt, ist, glaube ich, jetzt auch echt schwierig. Aber du hast ja trotzdem noch ein sehr spannendes Hobby, von dem ich zugegebenermaßen vorher noch nie was gehörte. Du fährst Roller mit dem Hund praktisch. Du nennst das natürlich anders. Dog-Scooter ist das. Dog-Scooter. Genau. Du hast auch einen Hund, der leider nicht hier ist. Das ist ein sehr großer, sehr aktiver Labrador. Labrador, ja, genau. Zwei davon. Wie funktioniert das? Das ist quasi so ein bisschen, es ist über diese Schlittenhunde fahren gekommen. Die muss man im Sommer auch aktiv halten. Und es ist dann quasi eben ein Schlitten auf Rollen oder dann ein Roller. Und dann? Genau, die werden da mit Geschirr angeleint und kennen die Kommandos und geben dann natürlich Speed und kommen wunderbar Spaß die dabei, weit. Wahrscheinlich. Wahnsinn, ja. Und 10 Minuten Rollern, da kommt man ja ein bisschen weit, weil die können ja richtig schnell sein. Dann sind die aber auch ausgepowert. Das ist natürlich klasse. Ja, aber mit dem Roller hier, wie machst du das? Durch die Wiesen, durch die Wälder? Ja. Hast einen Helm auf? Ja, ich stell mir das ich jetzt mal Helm so auf. Vor. Ja, ja. Nee. Dann doch nicht. Nee, die sind wirklich, die sind. Ich kenne meine Kommandos und kenne rechts, links, Stopp und Go und wissen, was gemeint ist. Bis der Fleischbrocken mal da liegt und dann... Ja, vermutlich. Ist das, ja. Na, dann wirst du an mich denken und sagen, hätte ich bloß einen Helm aufgezogen. Apropos Helm, du bist natürlich auch, muss man ja fast hier sein, totale Skifahrerin? Ja. Wie lange ins nächste Skigebiet? Also das nächste ist eine halbe Stunde von hier. Okay, das ist wie mit den Leuten, die in Hamburg wohnen und nie ins Theater gehen. Wahrscheinlich hast du nie Zeit zum Skifahren. Selten, aber wir versuchen es eigentlich schon so über Weihnachten mal Skifahren zu gehen. Da haben meine Pferde alle Zahnarzttermin. Und die beliebte Impf-, Zahnarzt- und Wurmkur, alles auf einmal. Genau, und dann haben die mal 2-3 Tage ganz Pause, gehen nur auf die Koppel und dann kann ich auch mal Skifahren gehen. Wie immer am Ende unser kleines Speed, zu Gast bei Speed-Interview. Sprich, ich habe 5 Fragen mir ausgedacht und es wäre sehr schön, A, wenn ich sie finde und B, wenn du möglichst schnell darauf antwortest, wenn es geht, ohne nachzudenken. Okay? Ich versuch's. Je schneller, je besser. Alles klar. Also Jogginghose oder Abendkleid? Jogginghose. Hätte ich vermutet. Essen gehen oder bekochen lassen? Essen gehen, sind faul. Echt? Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Thomas wirklich gut kocht. Stimmt kocht gar nicht. Kocht er auch. Doch, ach so, doch. Ja. Aber den Abwasch will er nicht machen. Deswegen ist es immer noch schöner, dann essen zu gehen. Kino oder Theater? Theater. Und dann? Was Dramatisches oder eine Schnulze? Ich stehe auf Musicals. Oh, okay. Alles klar. Oktoberfest oder Couchabend? Couchabend. Aber vielleicht, weil ich schon... viele Male auf dem Oktoberfest war. Es ist im Moment. Fährst du noch? Ja. Das klingt nicht nach Juhu, sondern ich glaube, ich muss einmal. Nee, es ist schön, aber manchmal ist es auch schön, da gewesen zu sein. schon in der Vergangenheitsform. Okay, ja, den Weg kann man verstanden. Es ist jetzt kurz nach 9. Was ist dir lieber, der 5 Uhr Tee im Bett oder der kurz nach 9 Rotwein in der Badewanne? Der Tee.
Der Tee, Frühaufsteherin. Lisa, vielen, vielen tausend Dank. Jetzt wollen wir dich nicht länger hier festhalten, damit du auch morgen den 5-Uhr-Tee. Kriegst du den dann ans Bett gebracht? Nee, leider nicht. Oh. Dann nicht gut genug erzogen. Nee, da ist irgendwas schiefgelaufen, ja. Aber das wollen wir gar nicht jetzt weiter ausweiten hier. Vielen tausend Dank, dass wir bei dir sein durften hier. Wir haben eine ganze, ganze Menge erfahren und vor allen Dingen, dass die hier echt ein Luxusleben haben. Super schöne Stelle. Die werden, glaube ich, rund um die Uhr gepampert. Ja. Und das ist so dein Ding. Vielen Dank, dass wir hier sein durften. Und wir sind jetzt schon ziemlich gespannt so auf die nächsten Turniere und vor allen Dingen auf dieses Turnier, was du nicht verraten hast. Ich auch. Ich bin auch gespannt. Das war's hier bei uns. Wir haben auch inzwischen schon einen Sieger für diesen Eimer. Der wird von uns natürlich diesen Eimer zugeschickt bekommen. Vielen tausend Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch wieder dabei. Wir haben auch nächsten Monat wieder einen Dressurreiter und wir haben ja immer so im Wechsel auch zwischendurch noch einen Springreiter. Das war's hier bei uns bei der Lisa Müller. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.